Moin zusammen zu einer neuen Runde Build a Boat mit Captain Flint und Maoki-san. Ich muss mal wieder bei Maoki-san ins Team ein. Nimmst du es an? Dankeschön. Okay. Venom. Das war der nett. Das ist ja nett. Hey, das hat mich aber weggeschossen. Nee, ist das der Magnet oder was? Kann man da so beschleunigen mit dem? Hast du noch ein Jetpack übrig? Jetpack. Dankeschön. Verstärken wir noch mal ein bisschen das Schiff, weil das geht ja immer so schnell im Eimer. Ich, im Prinzip könnte man das machen, wie die anderen immer gemacht haben, gell? Mit so wie aufgebockt. Wie auch bei Scrap Mechanik. Dann macht man das da auch, da ist es auch so aufge... Bengo! Das ist auch so hochgesetzt. Fahrersitz. Zwei. Ich kann da fahren. Ich hab frei davon. Ich bin wieder. Von den Fahrersitzen hast du mehrere. Okay. Ja, da können mehrere gleichzeitig steuern. Würde ich mal sagen. Ach, manchmal klappt das nicht mit dem Einsetzen. Hey! Alles ist bitter rot! Nee, ich kann nicht rausschmeißen. Das ist der Koko. Koko-Bin. Oh. Ey, diese Blöcke. Das hat er sich kaputt gemacht. Oh. Hä? Ach, wieso snappt das da immer so blöd? Auch falsch. So. Nein. Außerdem ist es ja dann nicht da drin. Ach Menno. So kosmetische Sachen und trotzdem klappt das nicht so richtig. Das ist ja eigentlich nichts Relevantes. Ne? Da, genau so. Ja, ich sehe dich, ne? Ja, das sieht cool aus. Du bist fertig, oder was? Warte, dann speichere ich mein... Schön. Okay.
Ne, weil du so nah dran bist auf den Blick. Okay, ich hab's jetzt auch gleich. Okay. Du bist schon fertig, oder was? Ja. Warte, lass mich kurz noch speichern, bitte. Okay, jetzt speichere ich noch ab, kurz. Hier. So, dann schreibt mal Namen rein. Man könnte neue Slots kaufen. Mit 200 Gold könntest du einen neuen Speicherslot kaufen. Oder 100 Robux. Robux. Und ab geht's. Oh, schade. Dann bringst du es gleich weg, ja? Okay. Ich kann da aber nicht hinfahren mit dem Schiff. Das geht nur, wenn du das so gebaut hast, oder? Ja? Da geht's. Okay. Reise. Wow, 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 wow. Warum gehen die denn nacheinander? Die sollen doch gleichzeitig zünden. Das ist natürlich voll von Arsch. Kann man das denn nicht so einstellen, dass die gleichzeitig zünden? Ach nö. Das ist ja wie ein Silvester. Oh mein Gott, jetzt kollidieren wir mit dem! Oh nein! Ich hab's vorausgefetzt, oder? Wow, wow, wow! Wo bist du jetzt? Da hinten irgendwo, ha? Warte, ich hol dich ab. So, und die erste Welt haben wir schon mal erreicht. Jetzt müssen wir ein bisschen schön rummanövrieren, gell? Und wir holen hier gleich das unfertige Hausboot. Und überholt. Und wir sind hier im Dschungel, in der Blumenwelt, ha? Das Dschungel oder Tundra? Nein, mein Tundra nicht, aber so Blumen, das sieht schon so tropisch aus, wie Orchideen, ja. Hier sind wir in der Spielhalle. Mit Space Invaders. Die versuchen uns hier kaputt zu machen. Aber wir haben es geschafft. Wir sind in der nächsten Welt. Und genau, jetzt sind wir in einer Diamant- und Edelsteinhöhle, wie das aussieht. Mit lauter leuchtenden Kristallen. Wo sind wir hier jetzt? Hier sind wir in dem Kampfraum, im Übungsraum für Kampfsport. Oh, oh, wo sind wir denn hier jetzt?
in der Retro-Welt. Sieht aus wie bei Tron. Gucken, jetzt wird schon ein bisschen kniffliger. Ah, ah, ah! Oh, oh! Schaffen wir uns da eine gute Position. Ja, da ist ja schon wieder das Hausboot. Diesmal ist es auf einmal vor uns. Hä? Sind wir so langsam gerade gewesen, oder was? Das kann doch gar nicht sein. Wir haben das doch voll easy überholt gehabt. Hat er sich irgendwie hingeportet oder so. Ah, jetzt ist unsere Lenkung kaputt. Jetzt hat unsere Steuerdüse geschrottet. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Und knapp, befürchte ich. Das ist ja jetzt gut, wenn das Hausboot da vor uns wäre. Da hätte uns den Weg freigeräumt. Aber so machen wir dem ja den Weg frei. Da scheint ja keiner mehr drin zu sein. Und hast du noch in die nächste Welt geschafft. Aber hier kommen wir nicht weiter. Eher nicht. Eher nicht. Ah! Auch nicht. Schade. Oh, 80 Gold. Und wieder eine Truhe. Ja, meine Güte, was macht man denn mit den Truhen? Gibt es da nicht irgendeinen Sinn und Zweck dahinter?